Die Bundesregierung überlegt seit Wochen, wie sie Russland den Geldhahn abdrehen kann. Aber bisher kann sich die Koalition irgendwie nicht zu drastischen Schritten durchringen. Weder zu einem russischen Energieembargo noch Wladimir Putin das Taschengeld zu kürzen. Stattdessen fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck, uns Bürger auf Energie zu sparen. Habeck sagt, 10% weniger geht immer. Ja, Robert. Und wenn du so weitermachst, gilt das auch für das nächste Wahlergebnis der Grünen. Außerdem plädiert er dafür, weniger zu duschen und zu heizen. Ja, ja, ja. Die Regierung hat immer gut reden. Die brauchen im Kabinett keine Heizung. Die produzieren ja selbst genug heiße Luft. Aber gut, ja. Da gibt's Applaus. Nee, ist kein Problem. Ich drehe die Heizung runter und bleib ab morgen einfach den ganzen Tag im warmen Bett liegen. Für die Umwelt und für den Frieden. Aber ganz im Ernst, Duschverzicht. Kommen dann bald Kontrolleure? Wie geht das hier ab? Entschuldigung, warum stinken Sie nicht? Haben Sie etwa regelmäßig geduscht? Pro Duschvorgang werden übrigens 35 Liter warmes Wasser verbraucht. Warmes Wasser oder wie man im Bordbistro der Deutschen Bahn sagen würde, Kaffee. Ja, so ist das. Energieminister Robert Habeck ruft zum Thema Energiesparen auf. Sein Motto, 10% gehen immer. Das kenne ich übrigens schon von meinen Live-Shows in der Pause. Ja? 10% gehen immer. Ach so. Da sparen sich ihr falsches Mittel. Ach, bei dir kommen Leute, oder was? Ja, 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 doch. Ja. Ja, das ist diese Selbstironie, die die restlichen 90% so an mir schätzt. Gut, wir haben noch das perfekte Vorbild. Denn wenn einer dieser Tage Energie spart, dann Olaf Scholz. Der spielt Politmikado, bloß nicht bewegen. Wie hat er gesagt, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die ist beim Nachbarn abgegeben worden. Ja, unser Bundeskanzler, ich finde ihn ja großartig, Olaf Scholz. Der kleine, kackende Bruder, weil er immer so, der grinst immer so, er sieht immer so aus, als wenn er für die SPD gerade alles alleine durchdrücken muss. Immer so. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich möchte an dieser Stelle mal Danke sagen. Danke, dass Sie sich einbringen, kritisch, dass Sie mich wirklich mal gerade in diesen schweren Zeiten an einer Stelle, wo man hierzulande bei mir einen Stock vermutet. Und der, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, steckt schon in meinem Namen. Vorne Oll und hinten Holz. Ich bin und bleibe Olaf Scholz. Oh, Hammer. Sehr schön. Also bei uns läuft so, wenn meine Kinder das Haus verlassen, lassen sie grundsätzlich alle Lichter an und alle Fenster auf und alle Türen auch. Ja? Ich habe gesagt, demnächst gibt es nur noch Strom, den sie sich selber mit dem Fahrradtrafo erstrampeln. Ja? Und dafür jedes Mal Licht anlassen oder Fenster offen, müssen sie 30 Minuten früher ins Bett. Gut, 15 Uhr ist schon echt verdammt früh, aber ist egal. Ja? Frag mich ja, warum wir nicht einfach überall Solarzellen drauf machen. Zum Beispiel auf die Katze. Die liegt sowieso nur den ganzen Tag in der Sonne. Ja? Nee, ich gebe es offen zu. Ich bin eine echte Frostbeule. Unter 25 Grad kriege ich Schüttelfrost. Bei uns hat es noch nie Schnee ums Haus gegeben. Es ist immer direkt weggeschmolzen. Apropos Schmilzen, saunieren soll man ja auch nicht mehr. Ja. Finde ich okay. Und wenn man das Saunieren mal ganz doll vermisst, dann kann man ja einfach im Sommer mit der Deutschen Bahn fahren. Ja. Sauna auch nicht mehr? Nee. Also fassen wir mal zusammen. Es ging um die Sauna, es ging um Temperaturabsenkung, es ging ums Duschen. Ja. Und man sollte ja überlegen, in welchen Zimmern man überhaupt heizen muss. So, wenn wir diese vorgeschlagenen Maßnahmen mal schlau kombinieren, ja, dann ergibt das Sinn. Dann drehen wir die Sauna um 1 Grad kühler, also 89 statt 90 Grad, danach nicht duschen. Dann stinkst du wie ein Iltis und musst den ganzen Tag draußen bleiben. Und wenn du draußen bleiben musst, dann brauchst du drinnen gar nicht heizen. Ach so. So geht Energie sparen, ja. Cool, das ist cool. Ja. Aber ganz ehrlich, ich sehe das schon kommen. Bald gibt es die ersten Mitduschzentralen. Weißt du, dann gibt es dann so Anzeigen auf duschegesucht.de. Und wenn du Glück hast, darfst du dann irgendwie in eine WG zum Casting gehen. Also, ich bin Judith, 31, ich studiere soziale Arbeit. Und das hier ist Matthias, 34, Projektmanager. Also, vielleicht erstmal zu uns. Wir gehen immer dienstags und donnerstags duschen. Da hätten wir so noch einen Platz frei. Also, wir duschen immer so bei 35 Grad. Etwa so 5 bis 8 Minuten lang. Gemeinschaftsbürste ist vorhanden. Shampoo müsstest du allerdings selber mitbringen. Und ganz wichtig natürlich, wir sind ein Nicht-Singer-Haushalt. Und wer pinkelt, der fliegt natürlich raus.